easy go. Jo Leute, Magstar hier und heute spielen wir CSGO. Ja, heute spielen wir auf der Workshop Map AdTech Remake VIP oder VIP, wie man das Ganze nennen will. Also eigentlich VIP, wir spielen auf der AdTech Remake VIP Map. Auf jeden Fall eine sehr coole Map, muss ich sagen, wie es jetzt schon aussieht. Und ja, ich bin mal gespannt, wie heute natürlich der Wettkampf so wird. Es sind nur zwei Spielmodus bei dieser Map verfügbar. Einmal den Modus Gelegenheitsspiel und Wettkampf. Sonst ist kein anderer Spielmodus natürlich hier verfügbar. Ich würde mal sagen, wir werden jetzt mal angreifen. Die Bots sind wieder auf Experte natürlich eingestellt. Das ist natürlich klar. Und ich werde jetzt mal probieren bei B hier. Oh mein Gott! Die Bombe zu legen. Okay, vielleicht kann ich hier bei dieser Map wieder gut mit Taktik spielen. Vielleicht machen wir auch den ersten Punkt. Wer weiß. Okay, 1 gegen 1. Oh, nein, 2 gegen 1. Okay, so, 1 zu 0 für unser Team. Wir sind jetzt auf dem Team von den Terroristen und müssen die Bombe legen. Später wechsle ich natürlich wieder, wie immer, das wisst ihr ja. Okay, ich würde sagen, jetzt starte ich natürlich früh wieder mit Sniper-Action, Leute. Auf dieser neuen Workshop-Map. Ja, dann bin ich jetzt mal gespannt, wie das rauskommt, wenn ich dann hier auch noch natürlich die Bombe legen werde. Ich muss jetzt schauen, also bei B sind wahrscheinlich viele Gegner, bei A vielleicht schon, aber ich probiere jetzt einfach mal bei A oder bei B natürlich die Bombe zu legen. Falls ihr euch übrigens diese Map auch herunterladen möchtet, Link dazu ist natürlich in der Videobeschreibung. Okay, hier kommt ein Gegner, ich sehe einen kommen, mehrere sind es sogar. Oh, nee. Okay, ich dachte jetzt schon, ich bekomme jetzt ein bisschen Schaden, aber habe zum Glück gar keinen Schaden erhalten. Okay, jetzt probiere ich mal die Bombe hier zu legen. Sehr schön. Ja, ich locke jetzt schön die Gegner hier hin. Was das Schöne daran ist, ist, dass ich jetzt hier natürlich chillen kann und dass ich jetzt hier natürlich schön diese Gegner, wenn sie kommen, absniben kann. Ja, also ich würde jetzt pressieren, wenn jetzt die Antiterrorien-Einheit die Bombe noch aufhalten möchten. Oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, Leute, wir haben es geschafft. So. 2 zu 0 für unser Team. Der eine von dem Team von den Antiterrorien-Einheit hat zwar noch gelebt, aber wir haben es trotzdem geschafft, Leute. Für das habe ich natürlich jetzt auch die Bombe gelegt. Ja. Viele Kills oder respektiv gar keinen Kill konnte ich jetzt mit der Sniper machen, aber jetzt schaue ich auf jeden Fall, dass ich ein paar Kills natürlich absolvieren kann mit der Sniper. Ich probiere es jetzt mal bei Punkt B. Und hier kann ich eigentlich gut auf solchen Maps, Leute, kann ich eigentlich gut wieder mit Taktik spielen. Und was ich mega geil finde, Leute, dass hier jetzt auch so ein bisschen Wasser hier unten hat. Und dass ich jetzt auch wieder hier unten durchgehen kann. Oh, das sieht ja richtig nice aus. Ja, dann gehe ich mal hier unten durch. Oh, ich kann wieder die Leiter hier hoch. Wow, das gefällt mir richtig gut, wenn ich hier hinunter klettern kann. Ey, das finde ich einfach immer nice. Hier mit dem schönen Wasser, das ist wirklich mega cool, ne? Also wenn es natürlich auch noch Wasser im Spiel hat auf einer Map, ob es jetzt ein großes Wasser, ein See oder ein Meer ist, spielt ja keine Rolle. Natürlich ein Meer ist ganz cool, aber auch hier dieses Wasser hier unten auf jeden Fall ist, finde ich auch richtig cool. Ich möchte jetzt mal zum Schuss kommen. Wo sind hier die Gegner? Hier kann ich natürlich wieder nützlich die Sniper natürlich einsetzen. Hier bringt natürlich die Sniper schon sehr viel. Okay, den habe ich mal erwischt. Jetzt kann ich da die Bombe legen. Okay, es lebt zwar nur noch einer von den Antiterrorien-Einheit, aber trotzdem gehe ich mal auf Nummer sicher und setze jetzt mal die Bombe, denn das ist ja auch der Sinn davon, von diesem Wettkampf hier bei CSGO. Okay, das werden wir safe gewinnen, Leute. Der eine Gegner wird noch von selber kommen. Sobald ich die Bombe lege, Leute, das ist immer so ein Anreizpunkt, weil natürlich die Antiterrorien-Einheit natürlich die Bombe aufhalten muss, kann ich dann immer davon wieder profitieren, dass ich die Gegner abknallen kann. Der wird jetzt wahrscheinlich... Ja, genau, jetzt taucht er auf. Seht ihr? Aber wir haben schon gewonnen. Und 3 zu 0 steht es für unser Team. Okay. Ja, hat jetzt super gut geklappt mit der Sniper. Leider habe ich nicht viel rasiert, aber... Ich muss sagen, allgemein
klappt das eigentlich sehr, sehr gut. Ich nehme jetzt natürlich wieder ein normales Sturmgewehr. Und bin mal gespannt, wie das denn in den nächsten Runden so geht. Also ich muss sagen, es war eigentlich schon ein bisschen schwieriger bei anderen Maps natürlich manchmal mit den Bomben legen. Aber bis jetzt ist mir aufgefallen, hat gar keinen einzigen Punkt das Team von den Antiterrorieneinheit gemacht. Und ich muss sagen, ich glaube heute ist einfach mein Tag, Leute, in CSGO. Dass ich vor allem auf dieser Map so mega Punkte, das ist nicht jeden Tag so. Oh mein Gott, da ist einer. Schön erwischt. Ich habe gesehen, dass er... Ja, jetzt hat er mich erwischt. Ich habe gesehen, dass er hier herumgecampt ist. Und vor allem das Wahnsinnige war, dass ich jetzt in den ersten 2-3 Runden gar noch nie gestorben bin, Leute. Das war der Wahnsinn, wirklich. So, die Bombe gehört wieder mir. Oh mein Gott, Alter. Ja, okay, jetzt holen sie, glaube ich, auf. Shit, jetzt sehen wir nur noch zwei. Jetzt sehen wir nur noch zwei. Jetzt kann ich... Sniper-Action, komm. Sniper-Action muss sein. Oh shit, jetzt bin ich der Einzige gegen drei. Gegen drei. Okay. Oh mein Gott. Shit. Ich weiß jetzt nicht, wo ich hingehen soll. Ah, Mann. Shit, ich bin so alleine. Ich hoffe jetzt mal, dass sie mich nicht finden. Wow, shit. Oh, nein, 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 nein. Nein. Oh, shit, der, ja, der ist gut ausgewichen. Scheibenkleister, ich wusste, dass das kommt. Okay, jetzt hat... Jetzt haben sie aber einen Punkt, Leute. Puh, das war überhaupt nicht zu unterschätzen. Ich dachte, ich könnte es vielleicht noch hinkriegen, aber war jetzt eine ganz knappe Situation. Wenn ich es vielleicht früher gemacht hätte, hätte ich vielleicht noch eine Gelegenheit gehabt, aber ich war leider zu spät. Das wäre jetzt wirklich ein Highlight gewesen, hätte ich noch die Bombe gesetzt und noch gewonnen, ey. Dann hätte ich aber alle ausschalten müssen. Aber ansonsten muss ich sagen, die Map ziemlich cool auf jeden Fall, ne? Vor allem... Eine genügend große Map auf jeden Fall, von innen und von draußen, muss ich wirklich sagen. Oh ne. Okay, ich habe ihn wenigstens getroffen, komm. Alter, wieso schieße ich immer meine eigenen... Wieso schieße ich immer meine eigenen Leute ab, Leute? Okay, den habe ich jetzt mal abgeknallt. Ja, jetzt muss ich gegen alle antreten, oder was? Okay, komm, den rasieren wir auch gleich. Oh mein Gott, 2 gegen 2 jetzt nur noch. Oh, jetzt wird's richtig cool. Jetzt wird's richtig cool, Leute. Und ich habe sogar noch die Bombe. Oh, der will kommen, okay. Ich gehe jetzt extra mal hier in Deckung. Ja, wenn er kommen will, soll er nur kommen. Die Frage ist nur, von welcher Seite sie jetzt kommt. Oh mein Gott, er kommt. Wow, shit, ey. Alter, nein. Ja, Leute, wir haben verloren. Sie können jetzt die Bombe easy aufhalten. Ja, jetzt steht es 3 zu 2, Leute. War... Ist jetzt doch nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe, ne? Am Anfang habe ich easy einfach gestartet, aber jetzt, ja, merke ich, wird es natürlich nicht so einfach. Mal schauen, ob ich weiterhin die Führung ausbauen kann oder nicht. Ich würde sagen, ich mache jetzt noch eine Runde auf der Seite von den Terroristen und nachher würde ich sagen, wechsle ich natürlich zum Team von den Antiterrorieneinheit. Ich muss jetzt wieder geschickt irgendwie die Bombe legen. Die Frage ist halt immer so, soll ich zu A oder B gehen? Ja. Okay, die meisten gehen jetzt Richtung Punkt B. Hier bin ich noch nicht drüber gelaufen. Richtig geil, ey. Gefällt mir richtig gut, ne? Oha. Wow, shit, Alter.
Okay, da war ich jetzt nicht gefasst. Komm her mit deiner Negev. Oh mein Gott, ah nein, nein. Komm her mit deiner scheiß Negev. Okay, die Bombe habe ich. Jetzt kann ich sie aber legen, jetzt kann ich sie legen. Okay, jetzt kann es wirklich spannend werden. Ja, jetzt komme ich mit der Sniper, ne? Wenn du mit der Negev kommst, dann komme ich mit der Sniper. So einfach ist das. 2 gegen 2 Duell. Das darf ja richtig schön losgehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt klappt. Ich hoffe mal, es klappt mit der Bombe. Okay, Leute, wir haben es geschafft. Ja. So, 4 zu 2. Ich würde sagen, ich wechsle jetzt mal das Team. Mal schauen, ob das eben, wie gesagt, auch so einfach ist, um natürlich diese Bombe aufzuhalten. Okay, jetzt starten wir natürlich wieder von der anderen Seite. Jetzt muss ich eine gute Übersicht haben. Also Punkt B, Punkt A. Kann eine Weile dauern, denn eben... Wenn ich jetzt zu B wieder laufe und es ist bei A wieder etwas los, dann bin ich natürlich richtig aufgeschmissen. Ja, probieren wir es mal mit der Schrotflinte, ne? Ist ja auch nicht schlecht. Also eben, wenn ich bei B bewache, okay, zwei bewachen bei B, das heißt, wenn wahrscheinlich bei A die meisten von meinen Teammates sind, dann werden sie wahrscheinlich zu B kommen. Nehme ich jetzt mal an. So, den habe ich erwischt. Da gehe ich mal lieber in Deckung. Ich probiere jetzt mal wirklich hier ein bisschen auch wieder auf Taktik zu spielen. Weil bei solchen Maps kann man auch gut wieder auf Taktik spielen, weil eben, die Map ist natürlich genügend groß. Es hat wieder gute Deckungen und es ist wieder ein bisschen auch wieder wie ein Labyrinth, ne? Also nicht von jeder, zwar doch von jeder Seite können hier die Gegner kommen, aber man weiß ja nie genau von wo. Ich muss jetzt mal das Ganze riskieren und gehe jetzt mal hier durch. Ich hoffe jetzt mal, dass hier keiner ist. Okay, da habe ich jetzt keinen gesehen. Ja, ich hoffe jetzt mal, dass ich die aufhalten kann. Oh komm, die halten wir auf, die halten wir auf. So, aufgehalten. Das war jetzt knapp. Okay, wir haben die Bombe jetzt erfolgreich aufgehalten. Eben, ihr merkt auf jeden Fall, auf diesem Map irgendwie ist es einfacher. Auch jetzt für das gegnerische Team. Jetzt bin ich auf der Seite von den Antiterrorien-Einheiten. Ich habe das Gefühl, es sei irgendwie viel einfacher, wenn ich auf Taktik spiele und mich richtig gut konzentriere, als natürlich auf anderen Maps. Soll natürlich nicht immer so sein, denn es ist ja auch mal schön, wenn es schwierig wird in CSGO. Ich meine, das ist ja der Sinn davon und so einfach ist es auch wieder nicht. Aber eben, ich sage einfach nur, dass es auf jeder Workshop-Map natürlich anders ist. Okay, wenn sie wieder zu A wollen, dann bewachen wir halt mal bei A. Ja, gehen wir gleich als ganze Antiterrorien-Einheit-Armee, mal bewachen wir das bei A. Okay, da kommen sie ja schon. Okay, das Fadenkreuz blieb gerade. Hat mich jetzt einer von hinten abgeknallt. Sehr schön. Okay, die Bombe ist hier. Oh mein Gott, oh mein Gott. Nein, 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 nein. Okay. Okay, einer lebt noch von der Antiterrorien-Einheit. Einer ist es noch. Der soll jetzt ruhig nach vorne kommen. Denn schließlich wird... So, 4 zu 4 steht. Alles klar. Ja, wir haben wieder aufgeholt, Leute. Ihr merkt auf jeden Fall, heute ist allgemein mein Glückstag auf dieser Map, denn meistens habe ich ja als Antiterrorien-Einheit gar keine Chance und allgemein, wenn ich auf der Seite natürlich von den Terroristen spiele bei anderen Maps, haben natürlich die Antiterrorien-Einheit nicht so viele Chancen, aber hier auf dieser Map ist es wieder anders, ne? Es könnte wirklich so ein ausgeglichen sein, was ich natürlich auch wieder sehr, sehr feiere. Und eben, es gibt so viele verschiedene Wege, Leute. Und vor allem dieses Wasser hier gefällt mir einfach zu gut. Also so eine richtig entspannte Map auf jeden Fall. Und bei solchen Maps, wo eben so eine graue Wand ist oder farbige Wand hier,
kann ich manchmal wirklich besonders gut mit Taktik spielen und mit Sniper sowieso. Ich habe das Gefühl, bei diesen manchmal speziell. Nicht nur bei diesen, natürlich auch bei anderen Maps, aber ich habe speziell das Gefühl, dass ich bei diesen Maps natürlich sehr gut, klar und vorankomme auf jeden Fall. Es gibt halt Maps, die einem einfach so quasi im Blut liegen, ne? Wo man halt einfach gut ist und man sich einfach, ja, keine Ahnung hat wieso, aber man fühlt sich einfach auf solchen Maps gut und punktet natürlich viel. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen noch zwei Runden und nach diesen zwei Runden würde ich sagen, war es denn das Ganze natürlich auch wieder für dieses Let's Play. Oh, den möchte ich mal gerne von hinten abknallen. So, 5-4, klappt ja richtig super, Leute. Ich weiß, ich mache viel. Heute habe ich bis jetzt keine Killshow mit der Sniper gemacht, aber einige Kills habe ich auf jeden Fall mit der Sniper gemacht. Ich bin jetzt mal gespannt, wie der Schluss natürlich wird auf dieser Map jetzt in der letzten Runde, wo ich da noch mit euch jetzt gerade spiele. Ich werde jetzt natürlich nochmals die Sniper nehmen. Ja, von unten durch können wir auch mal gehen, ne? Die Map ist ja groß, also von daher haben wir ja viele Möglichkeiten. Alter, rasiert habe ich dich! Shit. Da hätte ich besser in Deckung gehen sollen. Und wir haben gewonnen. Okay, Leute. Ja, dann würde ich natürlich sagen, war es das Ganze natürlich auch wieder für diese Folge. Mir hat das auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, Leute, auf dieser Map. Und ich hoffe natürlich euch auch und ich bedanke mich an alle Zuschauer ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid, würde es mich mega über ein kostenloses Abo freuen, Leute. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Let's Play, Leute. Also macht's gut und haut rein, Leute. Und tschüss.